Peter Lynch, eine Legende unter den Fondsmanagern, der es geschafft hat, innerhalb von gerade mal 13 Jahren einen kleinen Fonds in einen der größten Fonds weltweit zu verwandeln. Der Fidelity Magellan Fund. Er hat auch ein Buch veröffentlicht, in welchem er seine wichtigsten Tipps für die Privatanleger verrät. Und genau das schauen wir uns heute genauer an. %29,2%. Das war die durchschnittliche Jahresrendite vom Fidelity Magellan Fonds, als Peter Lynch der Fondsmanager von diesem gewesen ist. Und damit herzlich willkommen erstmal zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Und diese Zahl klingt natürlich sehr, sehr gut. Damit das Ganze aber auch wirklich besser greifbar und auch nachvollziehbar wird, gebe ich dir mal ein kleines Beispiel. Stell dir einfach vor, du hättest damals 1000 Euro investiert in den Fonds, und zwar im Jahr 1977. Denn genau da hat Peter Lynch seinen Posten übernommen. In diesen folgenden 13 Jahren, also bis 1990, wären aus diesen 1000 Euro 28.000 Euro geworden. Und das ist schon eine heftige Zahl. Stell dir einfach nur mal vor, wie viel du hättest sparen müssen pro Monat oder auch wie viel du hättest arbeiten müssen, wenn du gesagt hättest, du hättest dir das immer beiseite gelegt. Aber egal, denn natürlich können wir jetzt nicht so agieren wie zum Beispiel Peter Lynch als Fondsmanager. Genau aus diesem Grund hat er auch ein Buch veröffentlicht, und zwar Der Börse einen Schritt voraus. Ich weiß, das ist schon ein ganz paar Jahre alt, allerdings immer noch sehr, sehr aktuell. Er empfiehlt vor allem eher Grundprinzipien, wie du für dich die richtige Aktie findest, wie du vorgehen solltest und nicht irgendwie an irgendwelche Zeitperioden gebunden. Welche Grundprinzipien habt ihr denn aktuell schon kennengelernt, beziehungsweise auch von wem, und wie sind da eure Erfahrungen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, dass wir uns austauschen können und natürlich auch sehen können, okay, wer sind eure Mentoren und auch Lehrer. So, jetzt wirklich genug mit dem Vorgeplänkel und fangen wir endlich mal mit dem richtigen Video an. Der erste Punkt, den Peter Lynch sehr, sehr dringend empfiehlt, ist das ganze Thema der Vorbereitung. Darunter versteht er die Mentalität, also deine eigene Einstellung dem Ganzen gegenüber, und natürlich auch ein gewisses Grundverständnis. Denn Peter Lynch sagt halt auch, das Risiko einer Anlage kommt halt nicht von der Anlage, sondern vom Anleger. Darüber hinaus sagt in diesem Part auch Peter Lynch, dass halt du nicht in den Kurs eines Unternehmens investierst, sondern in das Unternehmen selbst. Weswegen du auch für dich unbedingt dir das Unternehmen anschauen solltest und halt nicht, wo steht jetzt aktuell der Kurs. Das ist ein Zusatz, sehen wir dann gleich hinten raus mit, aber nicht der erste Schritt. Zusätzlich solltest du dir auch drei wichtige Fragen stellen, bevor du anfängst zu investieren. Die erste Frage: Hast du ein eigenes Haus? Hier geht es vor allem darum, dass Peter Lynch es so sieht, dass das Thema ein eigenes Haus sich zu organisieren und zu beschaffen ein gutes Investitionstraining ist. Einfach weil du natürlich sehr, sehr genau schaust, wie ist das Haus selber, von der Struktur her, passt es von den Räumlichkeiten und natürlich auch die Umgebung für dich mit auscheckst. Und natürlich ein Haus auch eine langfristige Sache ist und du nicht darauf ausgelegt bist, tagtäglich dort den Marktwert für dich zu checken und zu prüfen. Hier noch eine Info meinerseits, und zwar das Thema Haus und eigenes Haus besitzen war früher eine ganz andere Sache als heutzutage. Das heißt, du musst nicht zwingend ein Haus besitzen, wenn du diesen Weg für dich gehen möchtest, sondern schau hier einfach wirklich, hast du vor allem diese Mentalität, aber da kommen wir auch gleich drauf. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist das ganze Thema, brauchst du das Geld anderweitig? Das bedeutet, du solltest wirklich nur Geld investieren, wenn es nicht schlimm ist, wenn du es verlierst. Und nicht, wenn dieses Geld deinen alltäglichen Bedarf bzw. dein tägliches Leben beeinflussen würde. Wenn der zweite Fall da wirklich eintreten sollte oder der Fall ist, dann bitte nicht investieren. Und die dritte Frage ist ganz einfach, nämlich erfüllst du die persönlichen Voraussetzungen für das Thema Investieren? Und hier geht es vor allem um Fähigkeiten, die du hast oder beziehungsweise die du entwickeln solltest. Zum einen das ganze Thema der Geduld, der Ausdauer, Entscheidungsfreudigkeit, Offenheit, aber zum Beispiel halt auch für dich abwägen zu können und nicht emotional mitreißen zu lassen, wenn zum Beispiel großes Geschrei am Markt beziehungsweise draußen bei der Bevölkerung halt ist. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich vor allem mit der richtigen Auswahl der Gewinner, also sprich, wie findest du richtige Aktien für dich? Und das sind das ganz, ganz dann 6 Schritte. Der erste Schritt ist gleichzeitig auch die Ausgangslage natürlich von allen, nämlich dass du zum einen einen heißen Tipp bekommst, beziehungsweise eine Information, dass ein Unternehmen eine sehr, sehr gute Investitionsgelegenheit aktuell ist. Diese Information beruht meistens natürlich irgendwie auf einen Produktlaunch oder zum Beispiel eine neue Dienstleistung wird entwickelt oder irgendwie was, also sprich eine Neuheit von einem Unternehmen oder aber das Unternehmen selbst wird neu auf den Markt gebracht. Wenn es der zweite Fall ist, dann solltest du sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ist eine andere Art des Investierens. Aber beim ersten Part solltest du im nächsten Schritt, also im zweiten Schritt für dich schauen, wie viel Gewinn macht denn das Unternehmen halt mit dem Ganzen, mit dem sie kalkuliert es auch, plant es auch und wie nimmt der Markt das mit wahr? Gibt es vielleicht auch Vorläufe von dem Ganzen schon mit drin? Im dritten Schritt solltest du prüfen, wie groß das Unternehmen ist und auch einen Vergleich zu anderen Unternehmen, aber in der gleichen Branche anstellen, um zu wissen, wo bewegt sich das, wo steht das halt auch wirklich.
Im vierten Schritt solltest du diese Aktie bzw. auch dieses Unternehmen in eine oder auch zwei der sechs Aktienkategorien einteilen. Diese Kategorien findest du jetzt auch hier nochmal mit eingeblendet. Solltest du jetzt immer noch überzeugt sein von dem Unternehmen bzw. ist es positiv bisher in der Bewertung durchgekommen, dann kommt der fünfte Schritt für dich mit raus und da geht es darum, dass du dieses Unternehmen nach den 13 Unternehmensmerkmalen prüfen solltest. Diese lauten wie folgt. Zuallererst solltest du schauen, ob der Firmenname irgendwie langweilig klingt oder auch lächerlich. Das ist in dem Fall sogar positiv tatsächlich, weil Peter Lynch davon ausgeht, dass es halt nichts Kompliziertes ist bzw. sich wesentlich leichter einprägen lässt. Auch der zweite Punkt sollte beinhalten, ob sich die Firma mit irgendetwas Trivialem bzw. Langweiligem beschäftigt. Denn es muss jetzt kein großer Hype sein in dem Sinne, sondern kann auch einfach bedeuten, dass es etwas ist, was eigentlich alltäglich ist, aber gerade die alltäglichen Dinge können sehr, sehr gut funktionieren. Das dritte Merkmal, und zwar produziert die Firma etwas Unangenehmes. Viertens solltest du prüfen, ob die Firma ein Ableger ist, also sprich, gibt es eine Muttergesellschaft und hast du gerade eine Tochtergesellschaft vor dir oder ist es halt nicht der Fall. Als fünftes Merkmal ist es nochmal ein wichtiger Punkt, und zwar verfolgen Analysten dieses Unternehmen oder auch nicht. Wenn sie es nicht machen, ist es meist sogar nochmal positiv, weil dann auch einfach gar nicht so krass der Hype auf dem Markt selber ist und du damit von der möglichen Steigerung viel, viel mehr profitieren kannst. Ein weiteres Merkmal, und zwar kocht die Gerüchteküche über. Also zum Beispiel hat das Unternehmen irgendwie mit Giftabfällen oder mit einer Mafia zu tun, aber wirklich ist es eine Gerüchteküche sein und jetzt nicht wirklich der Wahrheit entsprechend, denn Gerüchte senken erst einmal den Kurs, haben aber langfristig keine Auswirkungen, sonst geht er normal in der Entwicklung wieder nach oben und damit für dich eine höhere Renditemöglichkeit. Ein siebtes mögliches Merkmal für ein Unternehmen, und zwar, es hat etwas Deprimierendes an sich. Bitte nicht falsch verstehen, aber hier kann es zum Beispiel sein, dass das Unternehmen im Bestattungsbereich tätig ist, aber kann auch dort sehr erfolgreich sein, denn so komisch und hart es auch klingt, auch das muss halt getan werden und es muss bezahlt werden. Ein achtes Merkmal für einen möglichen Einstieg aktuell, und zwar, die Branche stagniert. Ein weiterer sehr günstiger Aspekt für ein Unternehmen, und zwar, wenn das Unternehmen in einer Nische agiert. So, jetzt haben wir es schon fast geschafft. Jetzt kommen nur noch vier Aspekte. Und zwar der eine, man muss es immer wieder kaufen, weil es ein alltägliches Produkt ist, wie zum Beispiel Medikamente oder auch Softdrinks. Es gibt Nutznießer neuer Technologien. Kaufen Insider ebenfalls diese Firma bzw. auch Unternehmensinhaber. Und kauft das Unternehmen Aktien zurück. Wichtig ist, es müssen natürlich jetzt nicht alle Unternehmensmerkmale erfüllt werden. Je mehr es allerdings sind, desto besser natürlich für dein Investment. Wenn halt nur ein oder zwei Kriterien erfüllt werden, dann könnte es eher so eine Sache werden. Als sechsten Schritt solltest du natürlich jetzt aber auch die Unternehmenskennzahlen prüfen, wie zum Beispiel das KGV, beziehungsweise wie sind die Barreserven vorhanden, also wie hoch sind diese, wie ist der Verschuldungsgrad, wie verhält sich es mit den Lagerbeständen, nehmen die zu, das wäre ein sehr schlechtes Zeichen, oder nehmen diese halt ab, werden Dividenden gezahlt, wie fließt der Cashflow, wie ist die Wachstumsrate des Unternehmens, also wirklich ganz klar sich alle Unternehmenskennzahlen, die halt auch wichtig nochmal für die Investitionen sind. Hier auch nochmal ein zusätzlicher Hinweis, und zwar prüfe auch, inwieweit dein Unternehmen an anderen Unternehmen beteiligt ist, beziehungsweise wie andere Unternehmen an deinem Unternehmen beteiligt sind. Denn auch das kann Einfluss haben. Ich nehme mal ein kleines Beispiel. Angenommen, du hättest zum Beispiel damals im Juli 2017 in Fortnite investieren wollen. Denn genau da ist dieses Spiel halt erschienen und hat natürlich richtig gut eingeschlagen, beziehungsweise sehr, sehr gute Zahlen erbracht. Fortnite wird von Epic Games vertrieben. Allerdings ist dieses Unternehmen selber gar nicht an der Börse gelistet bzw. gar nicht tätig. Das heißt, du kannst von diesem Unternehmen keine Aktien kaufen. Aber, und jetzt wird es interessant, Epic Games gehört zur Holding Tencent. Und dieses Unternehmen wiederum ist an der Börse tätig, kannst also von diesen Aktien erwerben. Und wenn du das gemacht hättest, hättest du auch gut Rendite mitnehmen können aus dem einfachen Grund, es hat sich halt wirklich positiv ausgewirkt und der Kurs von Tencent ist gut hochgegangen, genau zu dem Zeitraum, wo Fortnite seinen Boom hatte. Wenn du am Ende jetzt für dich feststellst, dass das Unternehmen, was du dir angeschaut hast, alle positiven Kriterien halt für dich erfüllt bzw. allgemein ein gutes Investment ist, dann kannst du genau jetzt damit starten. Du merkst, Peter Lynch verfolgt sehr, sehr stark den Fundamentalansatz, das heißt also wirklich direkt ins Unternehmen zu investieren und jetzt nicht dich direkt am Kurs zu orientieren. Genau das ist halt, was erfolgt und diese technische Analyse nimmt er halt als Zusatz noch mit rein. Das heißt aber nicht, dass die technische Analyse gar nicht genutzt werden sollte oder es zum Beispiel dort keine Erfolge gibt. Es gibt auch einige Manager bzw. Investoren, die halt ausschließlich mit der technischen Analyse arbeiten und auch dort für sich gute Erfolge erzielen. Meiner Meinung nach ist vor allem auch der Mix das Gute, weil du investierst letztendlich in ein Unternehmen, das heißt, du musst natürlich das Unternehmen anschauen und zusätzlich ist der Aktienchart ein sehr, sehr guter Anzeiger für das Thema Einsteigen und Aussteigen, also sprich, wann kannst du kaufen und wann solltest du verkaufen. Wie siehst du das Ganze? Hast du dich schon mal mit diesen beiden Varianten auseinandergesetzt? Schreib uns gerne mal deine Erfahrungen in die Kommentare und lass uns da gerne mal austauschen, um wieder voneinander zu profitieren und auch vorwärts zu kommen.
Das war's aber auf jeden Fall erst mit dem heutigen Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Und wenn du dich weiter mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen möchtest, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du auch wirklich immer die Info bekommst, wann wir wieder ein neues Video hochgeladen haben. Wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal weiterhin viel Erfolg mit deinen Finanzen und freuen uns aufs nächste Mal hier bei Finanzwissen kompakt.